An sich sind wir soweit mit dem Stadion schon fertig, aber eine Sache werde ich noch machen, eine Kleinigkeit, und zwar Busse. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Wir haben uns in der letzten Folge intensiv hier rum gekümmert, aber dafür sieht das auch meines Erachtens einfach schick aus. Es ist immer noch Champions League Abend. Unser Stadion ist ganz schön auffällig, sieht man sogar noch eher als den Tower hier hinten. Wenn das Ding auch noch bei Nacht rot leuchten würde, das wäre toll. Aber weiter geht's. Wir wollen ja mal wieder etwas vorankommen und dazu eine Busverbindung. Die kann ja hier herumführen, also die soll jetzt bloß, ja, die Straßen abklappern, die wir hier haben. Genau. Also einmal vom Bahnhof hier rüber und wieder zurück. Das wird bloß die Stadionlinie werden. Und die hält dann hier vorne. Ah, ist die Frage, wie möchte ich rumfahren? So. Hier lang, da rum. Ja. Dazu beginne ich aber nicht da, wo schon Haltestellen sind, sondern fange hier hinten an. Haltestelle. Hier wird gehalten. Nee, Halter wird nicht gehalten. Gut, ist die richtige gewesen, die ich weggemacht habe. Die soll bloß am Stadion, würde ich sagen, am Bahnhof halten. Dann hält die hier nochmal und fährt dann hier rein. Und dann geht's hier zu den Parkhäusern. Da wird einfach mal mittendrin gehalten. Und dann wieder hier davor. Zwischendrin. Und das war's schon. Wir können die ausnahmsweise in eine beide Richtungen mal machen. Werde ich auch machen. Also so, direkt gegenüber. Dahin. Und jetzt wieder links abbiegen. Da nochmal halten. Hier hält die bloß dann hier. Hier hält die hier, ist auch gut. Direkt gegenüber. Obwohl, da haben wir ja schon eine Haltestelle. Müssen die halt etwas weiter laufen. Hier hinten ist die. Okay, dann nutzen die diese. Und dann sind wir auch schon wieder rum. Super. Eine richtig gute Anbindung. Mal schauen, ob ich die dann irgendwann später umbenennen werde. Aber erst einmal kann das so bleiben. Wunderbar angebunden, das Stadion. Also wir haben hier hinten direkt den Bahnhof. Da können die direkt am Gleis auf den Weg, auf die Straße oder eben hier rüber. Und dann eben noch die Busse für die Lauffaulen. Obwohl, die müssten von hier rüber laufen. Etwas Fußmarsch muss also sein. Aber gut, wir können wieder weitermachen mit was anderem. Ich schaue mal kurz nach dem Öl. Und dann werde ich schon mal einen kurzen Halt bei unseren drei Außenstationen machen. Oder zwei Außenstationen. In Sachen Zuganbindung hier ist schon ziemlich gut weggesaugt. Die meckern noch rum. Nicht genügend Arbeiter. Aber allzu lange sind die hier gar nicht mehr. Dann kommen die nämlich wieder weg, wenn die mit dem Öl wirklich fertig sind. Hier kommt dann später nochmal Landwirtschaft hin, habe ich mir gedacht. Und dann wollte ich jetzt nochmal einen Blick auf die Station werfen. Ich lasse mal wieder weiterlaufen. Wie läuft das denn so? Stehen hier genügend an den Bahnhöfen? Wow, gar nicht mal so wenig. Also irgendwann kommt dann hier nochmal eine U-Bahn-Station hin. Könnte ich vielleicht jetzt schon machen. Bloß eine, wie wir es hier drüben haben. Einmal rein und das war's schon. Weil die warten hier verdammt lange auf den Bus, weil er natürlich eine riesen Strecke zurücklegen muss. Für die, die Bus fahren wollen, fahren eben Bus. Und für die anderen, ich bin mal wieder so nett, werde ich jetzt noch eine U-Bahn-Station anlegen. Und zwar, welche nehme ich da? Ich habe ja die mit dem runden Dach. Die gefällt mir nämlich am besten bisher genommen. Die werde ich auch weiterhin nehmen. Also U-Bahn kommt bei mir hier hinten hin. Ja, dann könnt ihr auch hier wieder rüber und dann zur U-Bahn-Station. Sollte soweit kein Problem sein. Also da gehen die hin, dann hier rüber irgendwo. Und dann müsst ihr ja schon irgendwo eine Haltestelle sein, genau da. Da werden wir einfach kurz anknüpfen und dann reicht das auch. Weil die warten für meinen Geschmack einfach zu lange. Und wir haben hier noch keine Busanbindung. Na gut, die Busse, die U-Bahn-Station kam eben erst nach der Busanbindung hier hinten. Oder, wo sind wir? Ne, wir sind, auf dem Stück sind wir, okay. Aber gut, dann werden wir einfach hier was fortführen. Ich werde ja irgendwann, wahrscheinlich gegen Ende dieses Let's Plays, auf dieser Karte nochmal alle Buslinien, bis auf die hinten, und alle U-Bahn-Linien nochmal neu ziehen. Aber das dauert noch. Das ist noch so weit hin. So weit weg.
kürzeste Stück wäre das. Dann fahrt mal bitte da rein und dann können wir direkt die Linie zuweisen. Einmal hier hin. Raus zu möchte ich. Und dahin. Und den Weg wieder zurück. Mehr muss es ja nicht sein und die können dann wirklich schnell umsteigen. Schauen wir mal, ob sich jetzt direkt jemand rüber zur U-Bahn-Station macht. Noch nicht. Aber hier war erst wieder ein Bus da. Es sind nämlich schon noch 5-6 Hanseln. Auf dieser Seite? Ne, die haben ja ihren... das war ja der Bahnhof. Okay. Da hatte ich ja bloß eine Busstation. Stimmt. Und der andere, den wollen wir jetzt nochmal anschauen. Da können wir auch noch eine U-Bahn-Station anlegen. Weil der ist ja noch weiter weg. Da haben wir auf beiden Seiten was. Genau. Ja, es stehen schon nicht weniger. Der kommt mit seinem Motorrad, Moped angefahren. Und hier ist gar nichts los. Entweder erst abgeholt, weil der Bus gerade hier rumfährt. Oder da will einfach keiner. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal eine U-Bahn-Station anlegen. Oder zwei. Oder bloß eine hier hin und dann laufen die hier rüber, wo sie hinwollen. Genau. Aber eine U-Bahn direkt neben der Haltestelle für den Bus wäre auch praktisch. Wir können die auch noch hier verlegen oder eine hier da hinzufügen. Genau. Also, ich werde erstmal zusehen, dass ich hier Wege hinsetzen kann. Damit die vom Gleis direkt zur U-Bahn laufen können. Okay, da wird er nicht rein. Das würde gehen. Da wird er nicht. Weil da etwas zu hoch ist. Okay, ich verstehe. Ein ganz schönes Gefälle deswegen. Aber können wir hier ran? Ja, mach den Weg hin, dann könnt ihr auch da rüber. Und dann kommt hier einfach eine U-Bahn-Station an. Ja, von mir aus so rum. So. Einen Tunnel werde ich auch mal gleich ziehen, aber ich schaue erstmal, wo die nächste U-Bahn-Station ist. Oh Gott, ist das weit weg. Dann eben hier hinten. Hier ist ja dann nicht so viel Verkehr, dann können wir das, glaube ich, so machen. Können wir hier rüber? Ne, da meckert er rum. Also rein geht, aber nicht wieder hoch. Rein in den Rhein. Dann wird das wieder ein Gefriemel, obwohl, ne, es geht. Ich dachte, ich muss jetzt wieder irgendwie am Ufer entlang, aber das passt schon. Dann dahinter, dann können wir hier noch rübergehen. So. Einfahrt in die Station. Linie setzen. Da einmal rüber. Mann, ist das ein Riesenweg. Ein Glück, dass die nicht alles mit dem Bus fahren müssen. Ein Glück für unsere Bewohner, dass ich noch auf die Idee gekommen bin, da eine U-Bahn wirklich hinzusetzen. Und wieder zurück. Mehr muss es ja nicht sein. Und jetzt werden wir nochmal den Weg hinsetzen, weil der passt noch nicht so ganz. Ja, der führt noch ins Nichts. Jetzt geht er bis ran, dann machen wir den auch noch so rum. Und von hier noch dahin. Genau. Dann dürften die damit auch zufrieden sein. Hier stehen immer noch viele und hier steht keine Sau. Obwohl, einer. Ein Einzelner. Oh Mann, aber immerhin hat er seine Ruhe da. Thomas Harris oder Thomas Harris arbeitet bei der Feuerwache. Ach so, er hat Feierabend. Wir haben hier hinten was aufgebaut und er wartet jetzt auf den Bus. Naja, beim nächsten Arbeitstag kannst du dann auch die U-Bahn benutzen. Gut, also wir haben jetzt bald 103 Einwohner. 103.000 Einwohner, das wäre ja ganz schön wenig ansonsten. Hier soweit auch alles klar. Keine wirklichen Hochhäuser. Keiner kann ins Stadion luken. Zumindest nicht so richtig. Freut mich. Wie wird das schon genutzt? Müsst ihr euch mal zu Gemüte führen. Wenn in, ja, ein Spiel pro Woche ist, egal ob DFB-Pokal, Champions League oder Bundesliga, da kommen da in der Woche knapp 100 Leute hin. Das Stadion ist ganz schön schlecht besucht. Ist ja in echt gar nicht der Fall. Ist ja immer ausverkauft in der Bundesliga und auch sonst. Packmas. Das war jetzt sehr bayerisch. Aber die schaffen das schon. So viel sei dazu gesagt. Wie viel kostet das Ding? 160 bloß. Ist nicht viel.
Was, wie steht das da? Allianz Arena neu 2. Nee. Ich lasse einfach mal Allianz Arena stehen. Vielleicht einen anderen Namen geben, obwohl hier steht ja auch außen schön der Name drauf. Dann können wir die auch so lassen. Super, wie werden die Busse hier genutzt? Da ist ein Bus. Und wo hält er? Da hinten. Da stehen ein paar. Sind zwar nicht viele, aber immerhin etwas. 21 Leute sind jetzt drin, ein paar steigen wieder aus. Wird soweit ganz gut benutzt. Also wir können weitermachen und zwar mit was denn? Was habe ich mir gedacht? Eigentlich gar nicht so weit. Ich möchte mal kurz schauen, ob wir wieder irgendwo Stauprobleme haben. Verkehr. Aha, sieht jetzt nicht so krass aus. Hier? Na, hier am ehesten. Aber es ist ja Industriegebiet. Und ansonsten hier hinten? Na, hier kennen wir ja schon. Die Ecke. Aber es ist jetzt nicht exorbitant schlimm. Und ansonsten einfach mal ein paar Kreuzungen, die dann einfach relativ stark befahren sind. Hier genauso, aber es ist jetzt kein wirklicher Stau. Es ist einfach nur sehr stark befahren. Genauso wie hier, wo hier ist Stau. Hier hinten ist ja wieder ganz klar Industriegebiet. Auch hier links schon. Das ist schon das Übliche. Da müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen. Können wir später nochmal optimieren, aber ist jetzt nicht so wichtig. Ja, hier ist auch der Güterbahnhof, ist klar. Oh, hier auch auf der Autobahn. Ach, ist ja wieder der Mist, weil die hier auf die linke Spur wollen. Vor allen Dingen, warum? Die wollen dann hier wieder auf die rechte. Die sind doch beknackt. Oder ich gebe denen die Möglichkeit, von hier direkt darüber zu fahren. Könnte ich mir überlegen. Also ich schau mal kurz. Das könnte ich ja mit einer Autobahnabfahrt wieder machen. Überlegung, Überlegung, Überlegung. Hier abzwacken, hier irgendwo runter und dann wo raus? Das ist die wichtige oder entscheidende Frage. Puh, wo könnten die raus? An sich beim Bahnhof, oder? Wäre nicht weiter schlimm. Hier sowieso nicht so viel Verkehr. Ja. Setzen wir das beim Bahnhof raus und mal schauen, ob es benutzt wird. Wenn nicht, dann können wir es ja wieder abreißen oder wir lassen es einfach stehen für den Fall der Fälle. Also hier rum. Und jetzt muss es so langsam mal irgendwo in den Keller gehen. Aber hier sind ja schon... Naja, es ist bloß eine unterirdische Bahn. Ort ist bereits belegt. Achso, ich muss erstmal runtergehen. Ist klar. Dann hier irgendwo wieder raus. Dann... Nee. Hier eine Kurve reinbauen. Schafft er das schon, wenn er hier wieder raus soll? Ja, schafft er. So, dann lassen wir mal schnell vorspulen. Und wir sehen nach, ob das wirklich genutzt wird. Noch fährt da keiner ab. Aber die Fahrzeuge, die schon losgefahren sind, die haben diesen Weg noch nicht inne. Die fahren jetzt noch ihren alten Weg. Na, so langsam könnt ihr aber mal abbiegen. Kommt schon. Nutzt den Weg. Werde ich wohl gegen Folgenende, das ist ja in guten 7 Minuten, nochmal nachschauen. Ob die da auch wirklich langfahren, die sind wohl alle noch unterwegs oder die nutzen das einfach nicht. Ah doch, da, es geht los, zwei. Zwei von wie vielen? Ich schau mal kurz, diese zwei blauen da, die gehen ja immer noch den gleichen Weg, oder? Jetzt gehen die da lang. Jetzt bremsen die hier, jetzt haben die sich geteilt. Ne, okay, die wollen hier wirklich hoch, das ist in Ordnung. Wo wollen die hin? Die wollen direkt wieder abbiegen. Die Polizeiautos da. Da ist eins. Die wollen aber gleich wieder rum, oder? Warum die sich erst ganz links einordnen, wenn die hier wieder rechts ab wollen? Ah, die wollen doch hier lang. Ah, jetzt sehe ich das erst. Warum fahren die nicht hier lang? Ist doch kürzer. Na gut, für die, die dann hier hinten irgendwo hin wollen, die fahren wirklich die Autobahn entlang und die anderen eben da. Aber hier kommen schon ein paar Fahrzeuge raus. Insofern hat sich das schon gelohnt. Da kommt hier aber keine Ampel hin, denn warum schon? Da kommen jetzt noch so wenige raus. Und dann werde ich jetzt, ja, einfach mal das Ganze so belassen, weil hier ist schon ziemlich viel Verkehr, weil hier der Güterbahnhof ist. Und der soll auch wirklich genutzt werden. Hier brennt's. Und die Feuerwehr steht noch an der Ampel. Nee, ist gar keine Feuerwehr, oder doch? Nee, ist ein Traktor und ein Würstchenwagen und da kommen die Feuerwehr an. Mit 4 Löschfahrzeugen, ist ja ordentlich. Schick. Ganz schön braun, das Gebäude. Also, der Stau staut sich. Ganz schön weit sogar, aber das ist die einzige Stauquelle, die wir haben.
Wir könnten ja uns mal hier hinten um Landwirtschaft kümmern, also hier eher gering besiedelte, also kleine Gebäude hinsetzen. Das ist Büro geworden. Aber ist jetzt nicht so sonderlich hoch. Ah, die Sonne geht wieder auf und blendet uns. Dann würde ich sagen, setzen wir hier mal eher ein ruhiges Fleckchen an. Wie sieht der fruchtbare Boden aus? Na, so klein bloß. Das ist dann meines Erachtens einfach Landstraße. Und ich werde mal zur Abwechslung mit anderen Straßentypen arbeiten, eben wie man es für das Land so vorsieht. Eben kleinere Straßen, eben auch wenn diese dann eher Stau verursachen. Aber es sieht dann meines Erachtens einfach besser aus. Also eine Straße, so eine Straße werde ich hier noch reinziehen. Das kann auch meines Erachtens etwas geschwungen sein. Ich habe gesagt geschwungen. Ich hatte noch das falsche Werkzeug drin. Mal wieder. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Dann können wir das ja so machen, dass die hier so eine Abzweigung haben. Ach so, hier. Ah, okay, dann können wir aber hier einen Bahnübergang machen. Passt ja. Passt ja richtig gut für was Ländliches. Und dann kommt die hier wieder rum. Klar, die Autobahn passt nicht so ganz ins Bild. Aber naja. Dann kann ich ja schon mal Wasser ziehen. Wasserleitungen für die Ecke hinten. Haben wir ja schon gewissermaßen angefangen. Mit dem Bahnhof. Und jetzt wird es nochmal komplettiert. Also das mit der Allianz Arena war eine spontane Idee. Das kam aber richtig gut an, zumindest bei mir. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also mir gefällt die Ecke richtig gut. Freue ich mich drüber. Reicht das da? Ja, ist leicht überlappend. Dann können wir das so lassen. Dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel, hier hinten wirklich eine ganz ruhige Ecke aufzubauen. Weil wir da so wenig fruchtbaren Boden haben, würde ich sagen, kommt die Landwirtschaft ziemlich nah beieinander und dann da rum ein paar vereinzelte Häuser. Aber nicht so, dass die wirklich direkt nebeneinander hocken, sondern mit ein bisschen Abstand, wie man es eher auf dem Land sehen würde. Einfach mal wieder etwas anders bauen. Nicht immer nur den gleichen Schmand dahinsetzen. Kalink hat's gemacht. Eigentlich Katsching, aber das ist kein richtiges Katsching-Geräusch. Obwohl, es ist leicht angelehnt, sagen wir es mal so. Ach, nicht ganz geklappt. Katsching. Oh, Mist. Na, okay, jetzt ziehe ich hier noch eine dazwischen. Wir haben das Geld ja und so viel kosten diese Rohre gar nicht. Dann setze ich hier mal ein anderes Muster hin für die Maulwürfe unter euch, die das eben interessiert. Ja, einfach ein anderes Netz. Für die Spinner, weil Spinnennetz und Maulwürfe unter der Erde für euch. So. Hätten wir das also auch und jetzt können wir da bauen und wie denn? Ich möchte ja Feldwege setzen, also hier eine Kiesstraße, zweispurig. Die geht dann einfach mal hier rein. Ich glaube, die Landwirtschaft, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, würde auch ohne fruchtbaren Boden arbeiten, aber ich glaube eben nicht so viel Ertrag entrichten. So, dann kommt hier wieder eine Anbindung dahin. Die kann ja an sich ins Nichts führen. Ja, hier hinten wäre eigentlich gar nichts mehr, aber zur Not können wir hinten noch einen Wald anlegen. Ist ja schon etwas gegeben, aber wir können ja dem Ganzen dann noch etwas nachhelfen. Dann soll hier noch eine Straße rein, ja. Wir wollen ja den Boden hier etwas nutzen. Hier kommt eine Straße rein. So. Das wird hier wieder verbunden. Das passt dann. Hier gibt es dann eine Sackgasse. Einbahnstraße wollte ich schon sagen. Einbahnstraße bei Kieswegen. Das wäre ja mal schön. Können wir die Kieswege auch hochsetzen? Nee, wäre auch Quatsch gewesen. Aber das wollte ich mal herausfinden. Es muss auch nicht wirklich praktisch sein, die Straßen, wenn ich die hier so baue, weil die dann direkt nebeneinander wiederkommen. Aber hier entstehen ja sowieso keine Ampeln. Von daher immer rechts vor links.
Genau, das könnte ich ja dann mit meinen Feldern hier noch auffrischen. Dann könnte ich ja schon mal die Bäume wegmachen. Oder nur zum Teil. Nee, ich lasse die erstmal. Ich weise erst einmal das Viertel zu. Ja, das geht ein bisschen hinter. So. Das kreise ich auch noch mit ein, weil hier sollen dann später auch keine hohen Häuser entstehen, weil das ist dann wirklich Stadtrand und der bleibt auf jeden Fall klein. Na, du kommst noch mit. Ach nee, da ist Kartengrenze. Okay, können wir nicht machen? Na, dann eben nicht. Hier ist wieder der Ölmist, das Ölloch. Und jetzt hier noch ausmalen. So, können wir ja schneller machen. Jetzt, wo wir den Umriss kennen, und ich würde sagen, die Folge ist wieder gut gepackt, etwas Abwechslung reingebracht und wir werden uns weiter um die Landwirtschaft kümmern. Das in der nächsten Folge und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.